Willkommen, wir sind hier in der Fahrradwerkstatt der MNGE. Ich bin Kian aus der 10B. Ich bin Dilo aus der 10B. Heute zeigen wir euch, wie ihr Bremsbeläge, eine Feldbremse wechseln könnt. Dazu brauchen wir einen Imbusschlüssel und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Als erstes lesen wir die Spannung von einem Bautenzug. Als nächstes können wir die Schraube vom Belag lesen. Achtet beim Einbau, dass die runde Seite oben ist und die Ringe in der richtigen Reihenfolge sind. Zunächst schrauben wir die Schraube mit den Händen fest, damit wir den Belag noch ausrichten können. Wir drücken die Bremse an die Felge und richten damit den Belag aus und schrauben die Schraube fest. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite, aber wir müssen darauf achten, dass der Belag nicht den Reifen berührt. Jetzt können wir den Bautenzug wieder aufhängen. Achtet darauf, dass der Reifen nicht schleift und die Bremse gut greift. Sollte der Reifen schleifen, könnt ihr den Abstand hierüber anpassen. Hier oben über die Bremse kann man noch die Feinjustierung machen.